Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Prey im Nahzeitalter. Wir haben am letzten Mal ja hier das Airlock freigekriegt. Und ich würde sagen, wir schauen doch mal, was jetzt passiert, wenn wir da rausfliegen. Ich meine, wie schlimm kann es werden, ne? Der Weltraum. Unendliche Arbeiten. Ich hoffe, hier fliegt eine ganze Menge Schrott rum, den ich einsammeln kann. Microgravity detected. Microgravity. Your Transstar suit is equipped with a propulsion system to navigate the harsh environment of space. To navigate in zero-G, use WASD to thrust and control to boost thrust. Press Q and E to brake. You can press Umschalt to ascend and space to descend. Hold EQ to roll. Q&E zusammen ist Bremsen und E. Oh, das wird lustig. Human Corps, das. Wie sieht es hier mit Luft aus? Ich. Okay, wir können hier ein bisschen Cargo durch die Luft werfen. Das ist. Hübsch. Aber ich würde gerne so ein bisschen wissen, was ich jetzt hier machen soll, außer irgendwie, ja, die Reste von der letzten Party wegräumen. Ich meine, offensichtlich ist hier irgendwie was in der Bar eskaliert. Hardware Labs. Human Corps. Multiple Objectives. Da komme ich auch her. Boah, aber diese Station sieht schon geil aus. Das könnte auch einen schönen Folgenscreenshot hergeben. Ja, ich weiß, Immersion kann ich. Können wir da vielleicht rein? Der Science Operator scheint zumindest ein Kumpel von uns zu sein. Oder? Der sieht mal ausnahmsweise nicht aggressiv aus. So, was haben wir hier rumfliegen? Spare Parts. Eine Wasserstoffflasche, mit der ich nichts anfangen kann. Ein kaputtes Control Panel, Breach Failsafe, kann ich reparieren. Breach Access, New Objective. Oh oh, schon wieder zu viele neue Objectives, das macht mir ein bisschen Angst. Access the Beams and Waves Lab. Oh oh. Das letzte Lab hat mir schon nicht gefallen, warum muss ich schon wieder ins nächste? So, immerhin hier oben fliegt noch ein Haufen Geraffel rum, das nehmen wir natürlich alles mit. Ein Reployer. Was zum Geier ist. Boah, sag mal, was schnauft der denn so laut? Ich will den nicht tragen, ich will den ausrauben. Entschuldigung. Sein Inventar einem besseren Verwendungszweck zuführen, natürlich. Nicht, dass wir hier Leichenfällerei betreiben würden. Was? New Transcap? Okay. This is Dr. Calvino. What's up? I'm feeling ill. Not myself today. I think I won't be in for my shift at all. Okay. Do you still want me to finish this array? I fabricated a shit ton of glass. Array? I don't recall. You asked me to set up a new array. You must have misunderstood. Are you... Honestly, I prefer if you left my experiments alone in my absence. Well, look, I have a message you left me. Seriously, I would not have made all of this if you hadn't... No, no, of course. I remember now. Let's just... for the time being... it doesn't matter. It doesn't matter? Let's talk about it tomorrow. Okay.
Okay. This is Dr. Calvino. Ach, well, I suppose you've turned in, or you're ignoring me. I just want to... Well, I will be a little late for my shift tomorrow, but the first thing in the morning, I want you to put together a new micro-lens array. You see, the old one is... it's garbage. And get what you need from the machine shop. And if Clive is being an ass, just take it from the supply closet when he's not looking. We're not supposed to know the code, but, I'm sending it to you anyway. Okay, also wir stellen fest, irgendwie, er sagt, ihm ging es nicht gut. Und dann fängt er irgendwie an, Dinge zu vergessen. Ich frage mich, ob das irgendwas mit unseren lustigen schwarzen Viechern zu tun hat. Und hier gab es einen Code. Hacking 3 required. Hacking 3 required, okay. Wo soll ich denn die Neuromods für die ganze Scheiße herkriegen? Mal ganz ehrlich. Können wir jetzt hier mal wenigstens durch? Nee, können wir auch nicht. Oh, das ist eine Keycard. So, kann man damit jetzt vielleicht mal was aufmachen? So, das Ding da unten beispielsweise. Nö, wieder nicht. Was habe ich denn jetzt gerade aufgenommen? Ich habe einen Code bekommen, ich habe eine Keycard bekommen, aber ich kann nichts damit tun. Okay, was sagt ein Inventar? Was sagt denn das Inventar? Neuromods haben wir 3. Irgendwas Sinnvolles damit. Suit Modification. Extra Inventory Space wäre natürlich nicht schlecht. Zwei Chipsets dazu wäre auch nicht schlecht. Materials Expert. Wir kriegen mehr Recycling Yield raus. Alles zusammen geht wahrscheinlich nicht, ne? Ja, Combat Focus. Nee, ernsthaft. Stealth wäre vielleicht noch interessant, aber... Firearms wäre gut. Ah, es gibt so viel, was hier gut wäre. Das ist genau gerade mein Problem. Es gibt so viel, was gut wäre, was ich gerne machen würde. Aber... es ist halt einfach schon alles schweineteuer. So, hier mal ganz kurz einen Autosort machen. Wie sieht es denn hier aus? Was machen diese Dinger eigentlich? Psychic Potential of an Individual when injected. Ich, mit Psychic Potential, keine Ahnung, hat man bis jetzt noch nicht wirklich viel zu tun. Wir haben ein paar EMP-Charges. Könnte mal gucken, ob ich die vielleicht... doch, die müsste ich jetzt auch zerlegen können. So, aber so grundsätzlich ist jetzt hier erstmal... ja, hier kommen wir nicht durch. Codes haben wir keine. Ja, der hängt da halt eben so in der Gegend rum. Und dann gucken wir uns nochmal die Leiche da hinten an, weil irgendwie ich sehe jetzt nicht, dass wir hier in dem Raum noch was anderes tun können. Airlock Psychotronics, da können wir dann vielleicht auch nochmal hin. Da hinten Corps ist auch noch. Okay, das ist ganz witzig, dass man hier so einfach Gas gibt und rumdriftet. Das kennen wir aus anderen Spielen. Kann ich mit V irgendwie... V war die Taschenlampe. Die hätte ich vorhin gebraucht, ne? Na, wenigstens haben wir offensichtlich kein Sauerstoffproblem. Das finde ich schon mal ganz hübsch und... so, was haben wir da? Das sieht schon wieder sehr kaputt und nicht schön aus. Explosiver Kanister, das hilft bestimmt. Das ist gut, das nehme ich mit.
Airlock, Powerplant, locked. Airlock, Shuttle Bay, locked, Human Corpse. Noch ein Human Corpse. Was sagen denn unsere Missionsziele? Objectives. Access Dr. Calvinus Workshop, okay. Access Dr. Calvinus Workshop haben wir. Wir haben die Key. Ah, okay, wir haben die Key. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder in die Hardware Labs zurück anscheinend. Aber wenn wir jetzt schon... Na, will ich da jetzt so weit fliegen? Ich glaube, ich will nicht so weit fliegen. Aber da hinten... Nee, Quatsch, das ist der Korps, den wir gerade hatten. Wahrscheinlich lasse ich jetzt irgendwie 5 Neuromods oder so liegen, wenn ich die Leichen nicht einsammle, aber ja. Wie viele Kanister für dieses Glue-Ding haben wir noch? 300. Für die Stun-Gun haben wir 325. Kugeln haben wir gar keine. Typhon-Lure. EMP Charge 7. Würde ich ja mal fast sagen, wenn wir von den EMP Charges einfach mal 4 zerlegen. Und dann haben wir wahrscheinlich immer noch nicht genug Material, um 9mm Kugeln zu bauen. So, da unten ist das Airlock für die Hardware Labs, das heißt, da wollen wir wieder rein. Ist da vielleicht noch irgendwie was zu mitnehmen? So. Weiß nicht, was locker flockig ist. Das da könnte ein Container sein. Das ist ein Werkzeugrollkasten. Ich finde, dieses Rumgedrifte mit dem Mond wirkt gerade irgendwie falsch. Köstlichkeiten, sage ich nur. Köstlichkeiten. Und da hinten, du bist auch noch was, oder? Wenn du schon so weit außen platziert bist, dann musst du was sein. Alte Level-Design-Regel, wenn irgendwas am Arsch der Welt ist und aussieht wie eine Kiste, dann ist es wahrscheinlich auch eine Kiste. Und wahrscheinlich werden wir jetzt gleich feststellen, ja, haha, das glaubst du, Kollege. Wir stellen fest, das glaubst du, Kollege. Weg mit dem schäbigen Kram. Okay, hier ist aber erstmal alles gelockt, das heißt, da kommen wir nicht weiter. Da oben geht es auch noch irgendwo hin. Boah, ja, wenn wir über hier irgendwie durch den Space müssen mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, um da irgendwie von hier nach da oben zu kommen, und wir das dreimal machen, da wirst du aber auch bescheuert bei. Und viel mit hier rumfliegen ist ja auch nicht, ne? Ich meine, irgendwie 1,49 Meter pro Sekunde. Da gehe ich ja schneller spazieren als das. So, und damit sind wir wieder in der Station zurück und wir werden natürlich wieder zurückreisen. So, heißt für uns. Erstmal wieder hier einen auf den Kraxelhuber machen. So, das hätten wir geschafft. Ich bin, ja. Unglaublich glücklich darüber. So, ein bisschen Junk wegpacken. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt sage, hör mal, Kollege. Kann ich das irgendwie splitten? Ja, man kann splitten mit Y. Das passt mir. Rein da. Und weg damit. So.
Nein, ich breche ab. Wir können nur 1 mm Kugeln bauen. Wuhu. Jetzt bin ich gespannt, wie viele das werden. 30. Können wir noch welche bauen? Nein, können wir nicht mehr. Was fehlt? Vor allem wieder synthetisch wahrscheinlich. Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall mal wieder irgendwie 2-3 Schuss im Magazin. Das finde ich gerade ganz hübsch. Und da unten können wir auch ein bisschen vor uns hinbrennen. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Ganz besonders für die Gegner. Guten Tag, Sie können noch mal. Ja, mein Anzug ist leakig. Oh, haben wir etwa noch einen Geh-nach-Hause-Gang gefunden? Außerdem wissen wir jetzt, mit V können wir Licht machen und was sehen. Spare Parts, das nehmen wir natürlich mit. Das können wir sogar theoretisch schleppen, wenn wir erstmal hier irgendwie alles freigekriegt haben. Ist. Was willst du denn? Dr. Calvinos Workshop, da können wir dann theoretisch, ja, da können wir jetzt rein. Das war das, wo wir sterben. Demonstration Stage waren wir schon. Sorry, ich weiß, ich bin eine alte Loot-Whore, aber ich will da nochmal runter und gucken, dass wir ja nichts übersehen haben. Beispielsweise diese Glucken, die wir zerlegen könnten. So, der Thaddeus hat nichts mehr. Hier drin vielleicht noch irgendwas, was wir haben fallen. Diese Silence Pistol, die wir zerlegen könnten. Diesen Thaddeus Leichnam, den wir... Nein. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Hatte ich hier nicht noch so eine alte Wrench rum abgeschmissen irgendwo hier unten? Kippen? Hm, naja. Die können natürlich nicht von mir sein. So, hier place items in the bin. Ach, guck mal, hier können wir auch nochmal. So, was hatten wir gesagt? Eine alte Pistole. Firepower 8, unmodifiziert 8. Okay, die kann schon mal... Die kann sowas von darüber. So, dann haben wir hier noch die alte Klo-Kanone. Die kann auch direkt darüber. Sonst noch was? Hm, könnte noch ein bisschen Sekt verscheuern. Aber das ist vielleicht noch ein Ding. Ich habe eh gerade noch keine Ahnung, was ich damit tun soll. Nein, nicht das. Das da. Y. So, wird platziert und gibt Zeug. So, wir haben Mineralienmaterial, wir haben ein bisschen synthetisches Material, glaube ich, auch noch gefunden. Control Panel, kann ich ja irgendwas mitmachen? Nö. So, und hier drin ist da noch was gewesen. Ich glaube, da habe ich schon wieder... da hatte ich Clive Lawrence, ja. Da hatte ich, glaube ich, ganz gut aufgeräumt drin. Okay. Ja, sorry für das viele hin und her, aber wir haben ja jetzt gerade schon gelernt, in dem Spiel ist wirklich jedes Gramm Material, das wir irgendwie kriegen können, ja, hochwichtig. Ja. Einfach nochmal runter, warum auch nicht? Ja, also wie gesagt, jedes Gramm Material, das wir irgendwie kriegen können, ist super wichtig, weil wir damit vielleicht noch ein bisschen Munition kriegen. Und ganz ehrlich, ich mag es, Munition zu kriegen. Das heißt, ich würde sogar tatsächlich nochmal, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich denkt, oh nö, warum muss er das machen? Ich versuche es nochmal. Ich muss es einfach nochmal versuchen, ob da jetzt noch genug geht für nochmal eine Ladung.
weil die 30 Kugeln sind mir halt ein bisschen popelig. Ja, da kommen irgendwie wieder drei von den lustigen Krabbelfiechern an. Dann haben wir halt eben wieder 0 Kugeln. Und das ist... Also. Und guck mal. Ich brech ab. Es geht. Es geht. Wir bauen auf jeden Fall sowas von nochmal eine Ladung Kugeln. Vielen Dank. Damit haben wir schon mal 60 Schuss. Das erhöht mein Sicherheitsgefühl enorm. Also mein persönliches. Ich meine, es ist nicht viel, klar, aber... Ich fühle mich einfach sicherer damit, weißt du? Ja, komm. Was ist jetzt schon wieder los? Jetzt backen wir irgendwo drin, okay. Das gefällt mir super. Ah, okay, jetzt konnte ich mich hier irgendwie wieder rausbacken. Ja, so. Was? Guck mal, hätte ich fast einen Dönerspieß liegen lassen. Na, okay. Wir anlocken und wir schauen mal, was ist hier. Das sieht hier doch schon wieder super angenehm aus. Ich möchte hier gar nicht sein. Ich möchte hier sowas von nicht sein. Allein dieses Licht sagt doch wieder, dass es gleich auf die Fresse gibt. So, was haben wir hier? Ein Medkit. Nehme ich. So, hier, was ist das hier noch? Einfach nur noch eine weitere Kiste. Hier ist einmal nichts. Aha. Habe ich schon gesagt, dass ich hier nicht sein will? Komm raus, ich werf dir einen Kasten auf den Kopf. Beams and Waves Lab. Oh, Edding. Natürlich nicht Edding. Permanentmarker, Permanentmarker. Toll, soll ich dem Vieh jetzt einen Lötkolben in die Stirn schmeißen oder was? Also, wenn es denn überhaupt eine Stirn hätte. Damit fängt es ja schon mal an. Oh, eine frittierte Hart. Der gute Calvino. Was bist du? Sieht ein bisschen aus wie... Keine Ahnung. Also ich meine, das mit diesem 3D-Effekt ist ganz cool. Das finde ich witzig, aber... Ja, Oh, noch ein Glukanister. Den nehme ich natürlich mit. Gar keine Frage. Um was werden wir das jetzt gerade in dem Moment, in dem ich aufhöre, damit zu rechnen, dass so ein Scheißvieh wieder ankommt? Ihr habt es gerade gesehen. Ihr habt es gerade gesehen, oder? Hier sind Fragezeichen. Was fliegt da? Warum fliegt es? Und tschüss. Ich bin mal weg, vielleicht. Da brennen die drei Fragezeichen in der Luft rum. Looking Glass Konsole ist irgendwie tot. Steht hier. Irgendwas. Irgendwas ist LG, sonst was. Ist gefixt oder kaputt oder was weiß ich was. Muss ich irgendwo einen Strom reinstecken oder was? Oder anschalten? Ja, okay. Was hier los ist, das kann man schon denken, ne? Genau. Der gute alte unterirdische Raum, wo nochmal ordentlich Zeug zum Abluten vorhanden ist. Naja, ordentlich. Hält sich wohl in Grenzen, aber egal. Hauptsache wieder was mitgenommen. Hauptsache wieder was mitgenommen. Hier nochmal schön an den Umzugskartons vorbei.
Okay, Looking Glass Technical Specs. Hi, Lorenzo, I've had a look at the specs you sent me. I see a few problems. I didn't realize you'd offload so much of the processing and storage. What if someone took a wrench to the main server? Or an arrow to the knee? Moment. The whole system goes down. Anyway, come by when you get a chance and we'll go over the details. I have a few suggestions if you're amenable. Amenable. Was ist das für ein Wort, ey? Kenne ich tatsächlich mal nicht. Ein englisches Wort, das ich mal nicht kenne. Schön. Das muss ich direkt mal googeln. Nicht jetzt. Sure. Custom Travel Mug. I require you to fabricate a travel mug that weighs exactly 170 grams. Empty, of course. My feeble hands need a lightweight container for my coffee. I'll be sure to put in a good word to Dr. Thorstein for your assistance. Okay, I get right on. I need to modify a scale so when it reaches 170 grams, it sends an on-off signal. Please let me know when it's ready. Okay, das ist doch irgendein Puzzle, oder? Das ist doch garantiert ein Puzzle. Engineering Control Systems. There's a metaphor here, no. Typically, the objective of control theory is to monitor the output of a system and compare it with the desired output, the reference signal. The difference between the actual and the desired outputs, the error signal, is applied as feedback to the input of the system to bring the actual output closer to the reference. Good control systems and good engineers learn from the past. Gut. Okay, wir nehmen nochmal eine frittierte Festplatte mit, aus Gründen. Hier ist auch noch Zeug drin. Da oben nicht. Okay, was ist jetzt hier los? Also wir haben gerade gelernt, mit einer Wrench können wir Sachen kaputt machen. Hat gut funktioniert. Hier ist auch noch Zeug drin, das nehmen wir auch mit. Aha. Ja, das war schon so. Ich habe da Geschwindigkeitslöcher reingemacht, dann läuft es schneller. So, wo habe ich jetzt die Teekanne hingeschmissen? Und vor allem... Create Leverage, Dr. Calvin da. Könnte das eventuell... okay. So, den nehmen wir mal mit. Ist die Frage, können wir den jetzt irgendwo reinstopfen oder was? Was passiert hier mit? Ich meine, der hat sich irgendwie super viel Mühe wegen seinem schäbigen Kaffee gemacht. Warum? Warum war der so heiß darauf, dass er einen 170 Gramm Kaffee-Thermobecher kriegt? Und eine Waage. So, das hier ist keine Waage, sondern eine Konsole. Aha. Aha. Ja, und damit haben wir die Keycard für seine persönlichen Quartiere. Was wir allerdings nicht haben, ist eine Möglichkeit, das Ding hier anzuschalten. Aber gut, das, ja, soviel zu dem Thema. Wir haben das schon mal gelöst. Wir wissen jetzt, warum er unbedingt diese Kaffeetasse haben wollte. Und wir wissen, warum die Waage auf 170 Gramm geeicht werden sollte, um ein Output-Signal zu geben. So. Was wir jetzt allerdings mit der Konsole noch machen können, warte mal. Breach access the beams and waves lab, das könnten wir jetzt tun. An accident caused a breach in Hardware Labs. I've restored atmosphere to the breached hallway. Now I can get to the beams and waves lab. Mhm.
Okay, ins Trauma Center müssen wir auch noch. Ich wüsste immer noch gern, was mit dieser Konsole los ist, aber für den Moment können wir hier, glaube ich, erstmal nichts mehr tun. Vielleicht finden wir ja weitere Hinweise in den persönlichen Quartieren des Doktors. Hier fliegt ein Phantom rum. Wo? Boah, ich hasse sie. Geh weg. Wo? Ich... Uiuiui. Alter. Ernsthaft. Ui. Das war ein schöner One-Shot. Und jetzt stelle ich mir die Frage, hat die Spiel eine Autosave-Funktion? Load last save game. Ah, immerhin. Immerhin das. Das sieht halt irgendwie alles sehr lebendig aus. Und was das da ist, ich weiß es auch nicht. Vor allem, kommen wir da nicht her? Kommen wir von da oben nicht her? Brennt da noch irgendwas? Ja, das ist ziemlich auf der anderen Seite von hier, ne? Achso, das ist nur der. Ich dachte gerade schon. Uiuiui. Ich scheiß mich nur ein bisschen ein. Kurz, ich muss hier mal ganz schnell E drücken. Erinnere ich daran, dass ich irgendwie, dass ich erwähnt habe, dass ich gern mehr Munition hätte. Jetzt wisst ihr warum. Jetzt wisst ihr einfach warum. So, aber ich würde sagen, an der Stelle wollen wir da oben nochmal durch? Na, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Seid nicht böse, ich mache jetzt vor heute erstmal hier noch schnell das Inventar leer. Natürlich, natürlich. Und dann bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein hier im Nahzeitalter, hier bei Prey. Und freue mich, wenn ich euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen darf. Ey, versau mir nicht meine Abmod. Bis dann, ciao.